Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und möchte mich bei Lukas Germann bedanken, der meine Arbeiten schon seit langer Zeit kennt und mit Neugierde begegnet. Danke an Vanessa Müller, an meine Frau Christina Dietscher, sie ist heute krank leider. Dann möchte ich mich natürlich beim technischen Team hier vor Ort bedanken, dass das alles so gut eingerichtet werden konnte. Wir hatten etwas Angst bei dem starken Sonnenstrahlen, dass die irgendwie alles wegbeamen würden. Und jetzt bin ich froh, dass die Sonne doch runtergeht. Muss aber auch zugeben, dass ich kurz mich mit Tirol, also Innsbruck, telefoniert habe. Die Jesuiten haben bei Sonnenuntergang noch immer einen gewissen kleinen Einfluss. Bei Meister Zhang, Anna Muck, die mich live auch hier begleiten wird, bei Markus und Thomas, vier Freunden und Gefährten aus der Tai-Chi-Gruppe, möchte ich mich deswegen besonders bedanken, weil sie mir Vertrauen geschenkt haben und normalerweise die Körperzonen der körperbewussten Menschen und moderne Kunst oder Konzeptkunst nicht immer so zusammenfinden. Also da danke ich wirklich sehr für das Vertrauen. Und dieses Projekt wäre auch nicht ohne Ihre Mithilfe und die von Meister Zhang, einem Wushu- und Tai-Chi-Lehrer, der seit langer Zeit in Wien lebt und lehrt, wäre das nicht möglich gewesen. Laozi in Vienna. Tai Chi ist diese Dinge. Tai Chi ist nur diese Dinge. Diese Dinge. Was ist Tai Chi? Ein bekannter Satz lautet, der Körper bewegt sich und der Geist ist in Ruhe. Wenn in Ihrem mentalen Raum jetzt ein kleiner Widerspruch auftaucht oder eine Frage, wie wäre das möglich, diese Kombination, so wiederhole ich, das ist die Kombination. Es geht um Ruhe und um Bewegung. Vielleicht kennen Sie die Situation vom Tischtennisspielen. Wenn Sie nicht Tischtennis spielen, nehmen Sie Schnapsen oder irgendetwas anderes. Wenn Sie mit Partnern zusammenspielen, die einfach um Klassen besser sind als Sie, dann zieht Sie das mit. Dann können Sie ein Level erreichen, der wäre Ihnen ja als Anfänger gar nicht möglich. Also wie ich zum Beispiel mit dem Stadler Franz das erste Mal Tischtennis gespielt habe, war mir klar, da geht es noch weit nach oben.
乾坤. Bewegung und Ruhe, da möchte ich Ihnen zwei Prototypen zeigen, die ich gefunden habe. Eine Bewegungsform hat mir schon als Kind gefallen. Ich habe 4 Geschwister und manchmal sind wir in dieser Form in der Wohnung oder im Haus herumgesessen. Durchaus auch nicht immer zur Freude der Erwachsenen, weil es ist Hocken eine Möglichkeit, schnell, also mit ganz wenig Energieaufwand schnell in jede andere Position zu kommen. Und wenn Sie, wenn man das rein physikalisch sehen würde, der Schwerpunkt ist sehr tief, die Schwerlinien sind zentriert, die Unterstützungsfläche ist groß. So, es braucht nur einen kleinen Impuls nach vorne und Sie können aufstehen und hingehen, wo Sie wollen. Sie können auch nach Linz zum Beispiel fahren, es ist alles möglich. Wenn man das Gehen hernehmen würde, als aufrechten Gang und Moshe Feldenkrais bemüht, der mit Judo ja viele Erfahrungen gesammelt hat, dann ist es ja auch so, dass das Gehen deswegen so einen großen evolutionären Vorteil bietet, weil es eben mit ganz wenig Energie jederzeit eine Richtungsänderung in alle 4 Himmelsrichtungen geben kann. Der Geist in Ruhe wird sehr oft mit diesem Bild verbunden. Das ist eine
Aufnahme einer chinesischen Studentin, das habe ich in Shanghai machen können. Genauer ist sie eine, also von der Minderheit aus Inner Mongolia, die in Shanghai an der Theaterakademie gefördert wurden. Und meine Bitte bei der Porträtsession war, sie sollten sehr ruhig sein, sich nach innen gehen, und da sie sehr quirlig waren und immer mit dem Handy gespielt haben und von Tai Chi nicht nur keine Ahnung hatten, sondern auch nichts davon wussten und kein Interesse zeigten, dachte ich, ich müsste eine Anleitung geben und sagte, sie sollten an ihre entfernte Heimat, in diesem Fall Hohhot City, denken. Und schneller als ich selber den analogen Film nachlegen konnte, waren diese 9 Studenten in dieser Ruhe und haben auch ihr Geist hat auch den Gesichtsmuskeln nichts mehr befohlen. Zwei Arbeiten der letzten Jahre haben mich auch zu dieser Arbeit mit und über Tai Chi geführt. Es ist dies einmal G9, die Fiktion der Übernahme der G8-Gruppe, Industrie-G8-Gruppe durch China. Und diese, ich habe hier nur das dritte Blatt aus Zeitgründen mitgenommen, dieser Pac-Man nimmt sich ein Strategem, Opening and Closing, aus dieser Gruppe von möglichen Strategemen, denen man folgen kann bei Verhandlungen, wenn etwas wichtig ist. Eine Möglichkeit, ich gehe hier ein bisschen ins Detail, die mit Tai Chi zu tun hat, wäre eben die Forderung, dass man die Energietore beachten muss, keine Energie verschleudert. Oder dass man eben, wie wir es bei Meister Zhang sehen, folgt, um zu führen. Und nicht einfach eine Gruppe führen will, weil man das gerne möchte. Man sollte leuchten und nicht so sehr blenden oder glitzern. Wofür? Wofür? Um das Ohr, in diesem Fall natürlich ist es ein alter Text, das Ohr des Kaisers zu gewinnen und durchaus auch eigene Ambitionen in das Ohr des Gegenübers zu implementieren. Wenn es schief geht, ist man natürlich selber verantwortlich. Pardon? Und eine andere Arbeit, die auch etwas Fiktives hat, aber mehr im Sinne eines Vorschlags, einer Proposal, war diese 21 Blätter, wo ich versucht habe, die chinesische Flagge eben an den Sternepositionen mit Teilen von Strategemen aus dem taoistischen Korpus zu ersetzen. Und hier habe ich ein Beispiel genommen, das für mich im Tai Chi, das mir am Tai Chi auch gut gefällt, dass mit kleiner Anstrengung eben great results zu erzielen wären. Wenn Sie Zhuangzi kennen, hat sie diese Bildergeschichte vielleicht an Hundun, den Ursuppenkloß, das Rohe, das Geformte, das Urchaos erinnert, als die beiden Herrscher Nord und Süd ihn besuchen
und da er freundlich zu Ihnen ist, ihm auch etwas Gutes tun wollen und eben 7 Öffnungen bohren. Lass aus dem ursprünglich Schwarzen hier dann das Weiße gerinnt. In diesem Fall war es Little Effort und Great Results, aber vielleicht nicht in die gewünschte Richtung. Und nichts garantiert uns ja, dass irgendeine Anstrengung dorthin führt, wo wir hinkommen wollen. Ja, was ist dann ein Anfänger? In allen Kampfsportarten gibt es Gürtel, es gibt Auszeichnungen. Junge Tai-Chi-Adepten, wie ich auch einer war, kommen in eine Gruppe und fragen, ich möchte auch Schwert üben. Und sehen vielleicht gar nicht, wie groß der Abstand zwischen Anfänger, Fortgeschrittenen, einem Meister wäre. Im Allgemeinen regeln sich diese Dinge und man erkennt im Laufe der Zeit, wie groß diese Abstände sind, was durch Üben, durch Exercise every day erworben wird. Ich möchte Meister sein, ich möchte Fortgeschrittener sein. Ich habe hier ein Beispiel für Beginner genommen und wenn Sie Zen-Buddhismus kennen, wissen Sie, dass Beginner's Mind etwas Hochstehendes ist und etwas Wichtiges, weil es die Neugierde und die Offenheit mit einschließt, die im professionellen Alltag verloren gehen könnte, sodass bei uns, wenn man professionell sagt, das manchmal auch einen negativen Beigeschmack hat. Wenn ich aber in ein Geschäft gehe und professionell bedient werde, dann habe ich ja nichts dagegen. Ich habe diese Gruppe von jungen Übenden an der Shanghai Theatre Academy genommen, und zwar die Unterstufe, die eben Kun-Opernsänger, Sängerinnen werden wollen. Und wir konnten sie einige Stunden beim Training beobachten. Ich habe auch gesehen, wie man mit Holzspateln hier auf die Bäuche klopft und sagt, das geht noch besser, das geht noch besser. Das wäre didaktisch bei uns und pädagogisch wahrscheinlich das Letzte, was sie machen würden. Und ich habe hier 2 Sätze darunter gesetzt in Emblemform, eine Form, eine literarisch-bildnerische Form, die mir gut gefällt. Eben ein, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, Gewöhnung macht unsichtbar, Gewohnheit wird unsichtbar. Es könnte von Epiktet sein, ist aber vom Moshe Feldenkreis. Und das obere habe ich genommen für Beginner. Es ist tatsächlich, wenn Sie raten, es ist von Mao Zedong selbst und sagt eben genau das. Exercise every day. Ja, die Aufbaustufe, wenn sich die in den Spiegel sieht, was sieht sie da? Ich habe mich erlaubt, hier wieder einen Hockenden zu nehmen. Im Shanghai Museum, obwohl diese traditionelle Kunst in Shanghai ausgestellt ist, ich glaube nach Peking und Taipei die größte Sammlung dieser Art, wunderbare Kalligraphien, Ritualgefäße, Bronzen, Jadeabteilung, habe ich diesen Zhuge fotografiert mit Erlaubnis der Wärter und man durfte das Plexiglas nicht berühren, kein Stativ nehmen, aber wenn man sich vorsichtig genähert hat, war das möglich. Dennoch hat mich dieser Wärter nicht aus den Augen gelassen. Die Fortgeschrittenen.
Ich habe die Fortgeschrittenen unserer Tai-Chi-Gruppe bei Meister Zhang in den Vorbereitungen gefragt, welche Stelle aus den daoistischen Texten, aus dem Kanon, welche Stelle ihnen im Alltag, nicht nur bei den Übungen in der Halle, im Alltag eine Leitung, eine Führung geben könnten. Und Thomas hat mir einen Satz, hat auf einen Satz aus dem Dao De Jing gedeutet. Was schlägt Thomas vor? Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können in der Kleinheit. Das erste Kapitel aus Lao Tzu. Das Dao, das enthüllt werden kann, ist nicht das ewige Dao. Der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name. Das Namenlose ist das Beginnen von Himmel und Erde. Das Benannte ist die Mutter der 10.000 Dinge. Mir hat diese Stelle gefallen, nicht weil sie berühmt ist, diese Stelle, weil sie zugleich die Kosmologie zeigt, das Entstehen. Und wenn sie im Yang-Stil, 24 Yang-Stil, den Beginn beachten, dann teilt es sich links und rechts, oben und unten wird eingeführt, Yin und Yang. Und schon sind wir bei 2, 4 Dingen. Und dann kommen eben die 10.000 Dinge, die ja auch interessant sind. Laptops, Schwiegermütter, Schneidezähne und was es halt alles so gibt. Und das muss ja auch so sein. Wenn aber die 10.000 Dinge eingeführt sind, steht im Lao Tzu, dann ist natürlich auch unsere Sterblichkeit schon eingebaut. Und fortgeschrittene Adepten der inneren Alchemie, da kommen wir später auch noch dazu, versuchen ja auch diesen Weg wieder umzudrehen, indem sie eben von den 10.000 Dingen, allem was möglich ist, wieder zu einer Einheit zurückfinden. Durch Meditation, also Zhu Wang Lung, diese Abhandlung über das Sitzen in Vergessenheit. Das könnte man vielleicht mit dem Meditationsbild vorher sich gemeinsam denken, geht ja genau in diese Richtung. Der zweite Meisterschüler war Markus. Also es gibt kein Evangelium, also Markus, Thomas, ich war da schon gespannt, wie es weitergeht. Markus, er weist uns auf eine Lieblingsstelle hin. Es ist aus einer zen-buddhistischen Schrift. Keine Unruhe mehr in der Außenwelt, keine Bilder mehr innen im Geist. Erst wenn dein Geist wie eine senkrechte Wand ist, kannst du in den Bereich der Wirklichkeit treten. Wenn Meister Zhang mit uns in der großen Halle übt, manchmal sind es bis zu, ich glaube, 40 Personen, dann ist sozusagen in diesem Raum ja gar nicht viel Platz. Man muss durchaus darauf achten, dass man bei den Bewegungen nicht mit dem anderen nicht ins Gehege kommt. Das wäre auch, glaube ich, nicht schlimm. Aber Daoisten oder Tai-Chi-Übende sind ja auch nicht friedlicher als andere Bürger, sondern es wäre eine Form des Respekts natürlich, mit diesem Raum auszukommen, aber wenn man Meister Zhang beobachtet, ist es faszinierend, weil er an der Wand entlang ganz wenig Raum einnimmt, extrem präsent, und wenn er dann zu einem Ficus Benjamin kommt, Sie werden das noch sehen, dann habe ich mich manchmal gefragt, wie geht es jetzt weiter, es sind noch 4 Schritte. Und dann, die Formulierung wäre für mich, er geht dann durch diesen Ficus Benjamin durch. Und wenn es eine Wand ist und eine senkrechte, dann scheint es auch so, als würde ihn die nicht weiter irritieren, weil die Wand ja auch ihn nicht irritiert und er auch keinen Grund hat, die Wand irgendwie anzugehen. Also nicht diese Stelle hat mich auf diese Beobachtung gebracht, sondern umgekehrt, für mich ergänzt sich das.
ich bekomme schon Hunger, weil ich immer das Geschirr hinten höre. Aber ja, Anna weist mich auf eine Stelle aus dem Laozi. Also danke, Anna, für diese Stelle. Der eine, der eine Lecture hält. Also okay. Wie gesagt, Taoisten oder Tai-Chi-Übende sind auch nur Menschen. Das ist ein Wasser. Und Anna weist uns noch auf eine zweite Stelle hin. Aber ich möchte Ihnen zeigen, oder ich möchte Sie eigentlich erfüllen lassen, erahnen lassen, wenn Anna hier in der Nähe einer Wand übt, welches Strategem oder welche Stelle aus Laozi sie in ihrem Körper, in ihrem Gefühl haben könnte. Falls es an irgendeiner Stelle ruckelt, dann waren das nicht die Tai-Chi-Übenden. Es ist meine Unbelehrbarkeit, dass ich diesem Laptop treu geschworen habe, solange er zu mir hält, wird er mitgenommen. Ich habe ihn jetzt seit 9 Jahren und ich weiß, dass ich ihn mit den Videos ein bisschen überfordert habe. Aber wie gesagt, es liegt an dem alten G4 und an mir. Also das wäre für mich eine Möglichkeit, was Anna da in sich konzeptuell, spirituell trägt. Meister Zhang sagt immer wieder, Tai Chi kommt von Naturbeobachten. Dann kommt manchmal nicht viel. Ich war vor einem Jahr in Tirol im Schlabertal, eine fotografische Arbeit machen. Also konzipieren und eben durchführen. Da sieht man bei der Dremelspitze, etwa 3000 Meter hoch, sieht man, dass der Kalk bröckelt seit Jahrtausenden und sich unten als Schutt, als Talus ansammelt. Der wird dann durch weiteres Wind und Wetter, irgendwie kommt er dann in das Angerletal und über das Angerletal in den Gstreinbach und von dem Gstreinbach in den Streinbach. Der Streinbach, wenn Sie den je gesehen haben, da sind Felsbrocken drinnen. Wenn sich da was staut, dann geht was los. Und alles stürzt hinunter 400 Meter in den Lech. Wenn Sie den Lech hier gesehen haben, der ist von Steinen gesäumt. Und der Lech kommt irgendwo, keine Ahnung, in Bayern, dort wo das mit der Autobahn ist, dann in den Inn und der Inn in die Donau und die Donau ins Schwarze Meer. Und wenn Sie bei Laozi lesen, dass das Tiefe, das Meer, das Darüberliegende regiert, dann wäre das so zu sehen. Oder eben das Weiche überwindet das Harte. Meister Zhang macht diese Bewegung. Die Fische können im Wasser stehen, sie können stehen und das Wasser kommt auf sie zu. Und wenn sie in ihrer Kindheit noch das Glück hatten, Forellenbach ihres Dorfes zu sehen, dann wissen sie, dass sie unter Brücke stehen, den Schatten nützen und trotz Strömung einfach Freude der Fische hin und her das machen, was sie wollen. Mit und ohne Wasser. Tai Chi besteht aber auch darin, dass man es zu mehreren übt, ausführt und eben auch der noch nicht so fortgeschritten ist, mitgenommen wird. In einem Wirbel oder in einer, alles in alles Spiralen, sagt Meister Zhang, von der Nebelgalaxie NGC 2412 bis zum Wasserstrudel. Und so ist es auch eine Bewegung, nicht nur eine Meditationsform in Bewegung, könnte man ja auch sagen, sondern es ist auch eine gemeinsame Bewegung, die sich nicht aus der Summe der einzelnen Bewegungen zusammensetzt. Vielleicht können Sie das in diesem kleinen Ausschnitt von Anna, Thomas und Markus, die hier sozusagen Annas Bewegung fortsetzen, sehen.
Den sie immer am Ende des Videos verliert, er die Nerven irgendwie. Ich halte durch mit meiner Speicherkraft, das schaffe ich, ich schaffe das. Also das da muss ich mich wirklich entschuldigen, aber es ist, ich habe es ihm versprochen. Ich muss das halten. Ja, was ist jetzt die Meisterschaft? Oder wie würde man dann aber einen Meister erkennen an der Bewegung? Ich kann vielleicht drei Dinge sagen, die es mir zeigen. Es ist natürlich eine Weichheit in der Bewegung und ein Fluss. Es ist ein Fluss in der Bewegung. Toller Satz. Ja, aber jeder kann den Fluss bei einem Tennisspiel beobachten oder bei Tischtennis, wenn es hin und her geht. Oder jeder akzeptiert bei Walzer, Tango oder was es so gibt, dass das ist jetzt wahrscheinlich Tango. Man kann das ja auch mitfühlen, wenn man nicht perfekter Tango-Tänzer wäre. Dann ein Kennzeichen ist sicher, dass ein Lehrender das Verhältnis zu seinen Schülern und Schülerinnen auch in einer gewissen Nachsicht und aber in einer gewissen Härte auch gekennzeichnet ist. Und die letzte Möglichkeit, die mich zu den Lehrsätzen von Meister Zhang bringt, ist, dass wenn jemand einer größeren Gruppe über Jahre etwas zu sagen hat, sodass sich eine Gefolgschaft bildet, dann wird es ja auch so sein, dass kleine Pakete dieses Wissens am Ende der Stunde, Meister Zhang bittet uns, dass wir uns hinsetzen, jetzt kommt die Belehrung und das ist auch nicht immer schmeichelhaft. Ich zitiere, Anfängerkurs gut gemacht. Fortgeschrittenen, das nicht fortgeschrittenen Tai Chi. Das kann passieren. Aber darauf will ich nicht hinaus. Was passiert, sind diese kleinen Pakete an Ermunterungen, Belehrungen, Zurechtweisungen, noch einmal eine Aufmunterung, die in Sprüchen daherkommen, dass ich mir im Laufe der Jahre gedacht habe, ich müsste das notieren. Es ist in gewisser Weise so, als würde man in einer daoistischen Schrift lesen. Ich zeige Ihnen einige Beispiele, muss aber vorher noch eine kleine Kurve bekommen, weil ich ganz kurz auf daoistische Bildwelt eingehen will. Diese Grafik schwarz-weiß ist eine Ansicht des Man-Bird Mountains. Die Berge und die Gewässer spielen natürlich im Daoismus eine große Rolle, wenn es von Natur beobachten kommt. Und Sie sehen hier einmal Strukturen, die etwas Klauenartiges haben, die aber auch Vogelschwingen sein könnten. Dann haben sie natürlich überall Höhlungen von Uterus bis Phallus, was sie sehen wollen, ich behaupte nichts. Und eben diesen Manbird, dieses Wesen, diese Vogelschrift, die mit Tusche ursprünglich gemalt wurde. Und dieser Manbird Mountain ist einerseits einfach formuliert ein Meditationsbild, das weniger Fortgeschrittene eben zu einer inneren Sicht in der inneren Alchemie-Tradition bringen kann. Und zugleich ist es auch etwas, das eine Höhle bildet und dass die Höhle als und der Berg überhaupt als Rückzugsort für Eremiten und für die älteren Daoisten natürlich ein bevorzugter Ort war. Das erklärt sich schon dadurch, dass der Berg ja mit Himmel und Erde beide Pole verbindet, energetisch. Ich habe nur eine aus dem Dao-Zhang eine Abbildung genommen, wo Sie sehen, dass der Energiekreislauf, die Meridiane, wenn Sie so wollen, dass diese Umwandlung der Energie hier auch in Landschaftsmetaphern, Architekturmetaphern abgehandelt wird. Ungewöhnlich vielleicht für Europa, wo man vom Gebäude Europa spricht, aber nicht unbedingt vom Gebäude Haraxala. Und wenn, dann Bohnenstange oder so, in dieser Metapher. Die Heimat der Bohne. Das chinesische Luftfahrtministerium hat mich nervös gemacht, weil sie erst letzte Woche dieses Bild der fünf heiligen daoistischen Berge mir zugeschickt haben in dieser Auflösung. Also noch vor 3 Wochen habe ich geglaubt, ich bekomme dieses Bild nicht. Sie sehen hier die Huashan-Berge.
Wir waren bei der Meisterschaft. Also ich spiele jetzt in lockerer Folge einige dieser Lehrsätze, die ich eben gesammelt habe, von Meister Zhang ab. Gong-Fu oder Karate, da gibt es ja Bildgeschichten, dass man mit durchdringender Kraft und Konzentration, mentaler Konzentration, einen Punkt durchdringt und auch Wände natürlich und Ziegel und Bretter zum Einstürzen bringt. Also Florian Silbereisen macht das zum Beispiel immer mit seiner Musiksendung. Da bricht immer irgendwas in meinem oberen Bereich. Bei Meister Zhang schaut es ein bisschen anders aus. Er erzählt uns immer wieder, dass er natürlich auch zu diesen Dingen als junger Mann fähig war. Fragen Sie meine Frau, sagt er. Und ich glaube ihm das auch aufs Wort. Da ist das ein bisschen anders gestaltet. Und wenn er durch einen Baum dringt, dann habe ich manchmal das Gefühl, wie gesagt, dass der Baum eher angezogen wird, als dass der Stamm durchschlagen würde. Ich zeige Ihnen das am besten jetzt, sonst kann ich viel behaupten. Ich habe mich hier in der Wurzel des Baums angesiedelt. Und Sie sehen 24 Yang-Stil, Meister Zhang in seinem Studio. Hier sind die anderen 38 Übenden, darum sozusagen geht er hier auf diesen engen Raum ein. Lieber alter Rechner, ich bitte dich jetzt bei der Abschlussbewegung Ruhe zu bewahren. Locker, 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 locker. Ja, gut, locker. Fast. Danke. Meister Zhang kann ich nicht loben, aber meinen Computer. Ja. Tai Chi ist diese Dinge, sagt Meister Zhang. Zum Beispiel. Als ich an der Shanghai Theatre Academy das Glück hatte, einen chinesischen Lehrer in Tai Chi zu haben,
er konnte wirklich kaum Englisch, aber eins hat er immer wieder gesagt: relaxed, more relaxed. Und wir haben uns bestimmt bemüht. Ja? Und dann haben wir wirklich geglaubt, jetzt ist alles locker. Relaxed, hat er geschrien. More relaxed. Und das alles rund. Also es muss ja nur rund sein, leicht, kontinuierlich and always in curves. Da hat er mir auch noch einen kleinen Brief geschrieben. And remember, always relaxed. Einem nervösen Menschen wie mir das zu sagen. Gut. Ich weiß nicht genau, warum ich diese Schwimmreifen erzeugt habe, aber Anna hat mir bei der Vorbereitung gesagt, dass man zu Tai Chi auch Schwimmen in Luft sagen würde. Ich kannte dieses Bild nicht. Vielleicht ist das jetzt die Erklärung für mich. Und manchmal geht es auch darum, dass die Energie, sagt Meister Zhang, wie ein LKW-Reifen, weich, aber innen widerständig sein sollte. Vielleicht war das ein Motiv. Immer entgegensetzen und integrieren. Ich habe mich bewusst bemüht, an der Übersetzung, also an der Diktion von Meister Zhang nicht viel zu ändern. Findet mein Gewicht nicht, die Rätselhaftigkeit, das Kryptische, es ist nicht gesucht, es ist, ich glaube, es ist einfach chinesisch, es hat nichts wirklich mit der Übersetzung zu tun. Eine der Grundfiguren, wenn man den Arm hebt und den Gegner sozusagen hebt und ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt, nur ein bisschen, dann genügen auch vier Decker. Wenn Sie glauben, Tai Chi ist etwas, das sehr langsam sich nur abspielt, Sie können dann auch noch eine Sequenz sehen, wo aus größter Ruhe, Luhe, extrem schnelle Bewegung wird. Sie können das jederzeit bei Meister Zhang haben und diesen Übergang sehen. Und vier Decker sind auch so gemeint, dass auch ein Finger genügt. Und es geht ja auch nicht nur um die externen Feinde oder das Gegenüber, nicht? Also die eigene Unzulänglichkeit oder Faulheit oder Ängstlichkeit oder jedes Mal um 15 Uhr vor so einem Tag wie heute frage ich mich, was mache ich da, warum mache ich das? Ja? Also da würde dieser Kelch auch mal gerne an mir vorübergehen können.老子杀的宁静之自言啊，一般是这人们如何 feel 的嘛 ，feel 的嘛 ，by 的。嗯哼。宁静自言 ，wenn sie kann entspannen Ruhe, dann werden sie sehr weit tun. 嗯哼 ，weit kommen. Und bevor tun, nicht sofort. Bevor tun, lassen Ruhe. 嗯哼。Und für heute zu Tag ist wichtig, nicht tun, sondern bevor tun, lassen Sie zuerst Ruhe, achtsam, klarer Geist, dann tun. Humor ist auch etwas Wichtiges für einen Meister. Das ist nochmal eine Zusammenfassung.
Also ich glaube, ich habe etwa 45 solche Tafeln gefunden bisher, die sich alle durch Feinheiten unterscheiden. Vielleicht können Sie versuchen zu ahnen, wann der Schlag kommen wird aus dieser Ruhe. Zu welchem Zeitpunkt? Ich habe es in Einzelbildschaltung versucht, zu sehen, wann kommt das jetzt. Aber es ist mir dann nicht gelungen, weil ein Bild später war die Hand vorne und ein Bild später war sie wieder hinten. Sie haben vorher im Schwert-Tai-Chi zum Schluss gesagt, man müsste auch immer wieder, und das scheint mir für Europa auch wichtig, immer wieder zu einer Nullposition kommen. Ja. Und von dort aus weitermacht, um immer wieder eine Ruhe, einen Mittelpunkt, einen Nullpunkt auch zu finden. Null heißt nicht selbst festhalten. Mhm. Zum Beispiel, du heute sagen, sollte ich Interview, sollte Finger zeigen. Ich habe nicht vorbereitet, was ich mache. Okay. Du, wenn du genau schaust, die erste Aufnahme und zweite ist ganz anders. Verschieden, ja, ist gut. Weil wenn ich vorbereite, dann beginne ich denken. Mhm. Ich zeige, muss mich locker deine Intuition zeigen deinen Körper. Mhm. Und das machen lebendiger.
Tai Chi ist diese Dinge.